Hi, willkommen auf Geonosis V. Im ersten Video, in dem ich euch mal meinen Kanal vorstelle mit den beiden Assistenten, Magda und Juicy. Wir machen jetzt mit euch zusammen zu dritt einen Ausflug auf Geonosis. Das ist die Platte, die dank euch auch gewonnen hat. Ich weiß, es war sehr knapp gegen Matthias. Und ich habe auch mitbekommen von der Judge, dass ich die auch nicht so entscheiden konnte. Es wurde sogar gewürfelt, weil stimmen gleich. Also ich finde dann der Tisch von Matthias auch sehr genial und natürlich freue ich mich, dass auch mein Tisch gewonnen hat. Und wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin mit dem Geländetisch. Also an der Stelle, Daniel, wenn du nochmal Support brauchst an Themengelände, ich gucke, dass ich dann was auftreiben kann an Transportmittel. Ich werde euch dann auch mal ganz kurz noch ein bisschen erklären. Kann es natürlich kein Step-by-Step-Video machen, wie das Gelände entstanden ist. Und euch so zu versuchen, zumindest zu zeigen, woraus das jetzt gerade besteht. Ich bin auch mit Geonosis nicht fertig, es kommt noch mal später was dazu. Ich habe eine Frage direkt. Ja. Aus was ist es eigentlich gemacht, das hier? Das Ganze? Das sind alles Styrodurplatten. Styrodur ist eigentlich ein Werkstoff in Baubranche zur Wärme- und Kältedämmung in Wänden. Das ist wie ein feinporiges Styropor. Also es wiegt ja auch nichts. Nur durch die Bemalung und durch die Strukturfarbe. Genau, hier siehst du die Struktur von Styrodur und daraus besteht das alles hauptsächlich. Krass. Glaubst du jetzt nicht? Nee. Also ich kann das echt bestätigen. Ich war quasi von Anfang an mit dabei, als wir die tollen Platten im Bauhaus gekauft und in meinen Ford Ka gequetscht haben. Genauso als es dann in der Wohnung war und er da dran rumgewerkelt hat. Das Wohnzimmer zum Geländebaustudio wurde. Das kann man aber echt sagen, die Sauerei hinterher, wenn diese ganzen Schnitzel überall rumgeflogen sind, weil... Es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt, weil eben alles, was diese Strukturen macht im Felsen, das sind alles so rausgeschnittene Stückchen und diese ganzen Stückchen flogen überall durch die Wohnung. Aber das macht eben auch diesen echt coolen Struktureffekt und es macht richtig was her, vor allen Dingen, nachdem es angemalt war. Am Anfang denkt man sich immer so, kann das funktionieren? Ist das nicht ein bisschen verrückt und dieses komische Umgekleber? Oder langweilig, weil es ja tatsächlich nur ein braun-ockerfarbener Haufen ist. Ja, aber so als es dann angemalt wurde und Stück für Stück so lebendig wurde, also es war echt erstaunlich. Ja, und ich war eben auch dabei, als mit dem Heißkleber rumhantiert wurde. Ja, also der zweite Werkstoff, was Juicy gerade sagt, ist tatsächlich Heißkleber. Ich habe 1,5 Kilo Heißkleber verbaut. Siehst du auch hier? Ich zeig's euch gleich nachher mal in die Kamera, wenn wir mal durch, ein bisschen durchs Gelände laufen mit der Kamera mit euch. Ja, also zwei Werkstoffe. Zu 60% Styrodur und die anderen 30% sind dann Heißkleber und 10% Strukturfarbe. Auch das war eigentlich echt spannend zu sehen, wie das mit dem Heißkleber gemacht wurde. Also ich fand es echt cool, so Stück für Stück dabei zu sein und war dann natürlich auch dabei, als es hieß, ich habe mir schon wieder die Finger verbrannt an dem Heißkleber. Aber ich würde sagen, am Ende, es kann sich sowas von sehen lassen und dass er jetzt den ersten Platz gemacht hat, spricht definitiv für sich, würde ich sagen. Okay, aber jetzt genug Beweihräucherung. Wir machen jetzt mit euch einen Ausflug durch Geonosis. Bis gleich. Unser Rundflug über Geonosis beginnt nun. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell mit der Kamera. Also wenn ihr irgendwie merkt, bei Umherwandern mit der Kamera bin ich zu schnell, also schreibt mir das bitte in die Kommentare oder auch gerne via Facebook. Wie auch immer, ist ein bisschen Übungssache, bis ich das mal wieder drin habe, dass ich langsam mit der Kamera auch euch Nahaufnahmen zeigen kann. Hier habt ihr mal einen geonosianischen Status, so ein Krieger. Das ist eigentlich mal eine Actionfigur gewesen von Hasbro. Und ich habe einfach die Gelenke alle verklebt, damit dann irgendwann die Figur einfach starr ist und dass er als Statue herhalten kann. Sie hat ein bisschen Transportschäden hier unter den Füßen bekommen seit Düsseldorf DM, aber ja, das sind einfach nur Schönheitsfehler, die werde ich mal demnächst noch beheben. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Und wie gesagt, wenn euch auffällt, dass ich doch zu schnell bin mit der Kamerabewegung, dann schreibt mir das bitte rein, ja. Hier haben wir imperiale Scharfschützen, die auf Luke hier hinten lauern, mit einer Camouflage-Rüstung bemalt. Jede Menge Heißkleber hier oben auch auf der Spitze wieder verwendet. Hier habe ich mir ein paar Mal die Finger verbrannt und Juicy mir jedes Mal ausgelacht. Aber es lohnt sich. Hier haben wir einen Vulture-Droiden, der abgestürzt ist. Ich werde euch auch mal, ich muss noch gucken, mit welcher der beiden Assistenten ich das mache, ein Video machen.
bei dem ich euch dann zeige mit ihr zusammen, welche Modelle ihr nehmen könnt, die einigermaßen zum Maßstab passen. Zum Beispiel wie diese Druidenjäger hier. Das Gute ist bei denen, die kriegt ihr gleich im Dreierpack und habt da gleich mehrere Modelle für eure Schlachtfelder. Hier sind mal die Tauntauns wieder. Das hier hat noch keine Base-Gestaltung, da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein. Dann schwenken wir mal hier rüber zum Turm. Und hier oben, theoretisch, da ist jetzt keiner drin. Assistent, Magda? Nee. Setz mal da eine Figur rein. Das wurde, glaube ich, auf der DM nicht gemacht, aber tatsächlich passen da Figuren rein. Und ihr habt es gesehen, die kriegt man auch ohne Probleme rein und raus. Also da ist auch Platz für Scharfschützen. So, gehen wir mal auf die andere Tischseite. Einmal von dieser Perspektive nochmal. Hier sammeln sich gerade die Rebellen an diesem Jäger. Hier nochmal ein Scharfschütze. Und hier ist sogar eine Höhle. Habe ich mir mal überlegt für ein Bier- und Brezelspiel quasi, kein Turnierspiel. Ich habe hier ein geonosianisches Labyrinth eingebaut. Die Juicy setzt euch mal Luke Skywalker kurz dahin. Dann seht ihr auch was von der Höhle, der ist beleuchtet. Also da kann man tatsächlich ein bisschen reingehen und sich auch vor Scharfschützen verstecken. Und ja, es gibt 3 Höhleneingänge und für Bier- und Brezelspiel habe ich mir mal überlegt, man würfelt quasi aus, wo man reinkommt, also rauskommt, wenn man wo reingeht. Ein bisschen glückslastig dann, weil man nie weiß, wo man rauskommt bei diesem Labyrinth. So, ich hoffe, euch hat der Tisch gefallen und dann sehen wir uns gleich nochmal zu dritt vor der Kamera. Unser Rundflug über Geonosis ist geglückt, unser Shuttle wurde nicht abgeschossen und schon mal vielen Dank an euch beide wieder. Ich habe da noch so einiges vor, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß noch dran. Und ich habe ja vorhin mal kurz gesagt, es gibt hier noch keine Base-Gestaltung. Das hat seinen Grund, warum das Taunton noch keine hat. Denn mit Juicy zusammen werde ich dann mit euch die anderen Figuren mal in dem Video machen als Base-Gestaltung. Zum Beispiel hier nochmal eine Wildbase, die dann ähnlich aussieht wie bei diesem Sturmtruppler hier. Und dann einfach auch zeigen, was für Material habe ich verwendet. Was könnt ihr euch noch dazu kaufen? Was könnt ihr vielleicht auch nicht selber machen, um Geld zu sparen einfach auch. Und zu zeigen, wie könnt ihr Wildbases abwechslungsreicher gestalten. Bei dem Arm hier, der noch gar keine Base-Gestaltung hat, der noch die Grundierungsfarbe drauf. Der kriegt ein Wüstenschema, entweder Felsenwüste, das wäre dann Geonosis quasi, oder vielleicht auch Sandwüste, Tatooine-Schema quasi. Außerdem kann ich schon mal vorab verraten, das dürfte vor allem für Neueinsteiger interessant sein, und die Frage ploppt aber auch immer wieder auf, seitdem es das Spiel gibt, was für Modellbausätze könnt ihr für Frax nehmen als Gelände? Das mache ich dann mit Magda zusammen. Wir schauen uns an, wo habe ich diese Voltadroids genau her, welches Set war das, welches Spieleset, ein bisschen Actionfiguren, so viel verrate ich schon nochmal. Aber es gibt ja noch jede Menge Rebellbausätze oder alte Erdl-Sätze. Da schauen wir uns zusammen welche an. Ich habe da 7 Modelle da, die kann ich auf jeden Fall empfehlen und mache mit euch und der Magda zusammen Vergleichsvideos, dass ihr einfach eine bessere Referenz dazu habt. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart für Geonosis. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass ihr meine Geonosis-Platte auch so toll gefunden habt und unterstützt hat auf der DM. Vielen Dank, bis bald. Ciao. Ciao.